meine Damen und Herren auf der Regierungsbank. Ja, es ist schon immer sehr, sehr aufregend, wenn der Kollege Chubb dann die Regierung verteidigt als glühender Parlamentarier, der ja erst vor kurzem wieder den Parlamentarismus neu erfunden hat. Schauen Sie, so objektivieren lassen Sie Dinge schon noch immer, ob man auf die Frage, und ich muss jetzt kurz bei dem Beispiel bleiben, ob es Verhandlungen mit der Schweiz gibt oder nicht, irgendwas Sinnstiftendes zu sagt oder nicht. Das, so viel hören wir da schon noch und vermutlich hat die Bevölkerung, wenn sie hier beim Fernsehen zuschaut. Schauen Sie, diese ganzen Schweizer Verhandlungen machen für mich den Eindruck, dass das der erste Schweizer Käse ist, der überhaupt nur mehr aus Löchern besteht. Und das ist genau das Problem und das versuchen Sie uns hier da als erstens großen Teil dieses Pakets zu verkaufen und zweitens noch groß eingetaktet in die Reformfreude und in die Gerechtigkeitskampagne des Bundeskanzlers. Beides findet nicht statt, ergo dessen ist es logisch, dass es nicht beantwortet worden ist, nur die SPÖ eilt herbei und will was anderes hören. Aber kommen wir zum Ernst der Sache. Und Herr Bundeskanzler, Sie haben ja geschlossen, dass wir als Republik Österreich in Europa ja gar nicht so schlecht dastünden. Ich stimme Ihnen völlig zu. Wir behandeln ja hier und jetzt dieses sogenannte Konsolidierungspaket. Ich verwende diesen Ausdruck dann nicht mehr, weil ich glaube, dass genau die Chancen für die Konsolidierung hier mit diesem Paket vertan wurden. Aber erinnern wir uns an den November, Dezember 2011, als ausgerufen wurde, es muss etwas geschehen. Es wäre tatsächlich die ganz große und die Riesenchance gewesen, eigentlich ist es immer noch bis zum Schluss der Verhandlungen in dem Frühjahr, was vorzulegen, was insbesondere die Strukturverkrustung in diesem Land aufbricht, was alte Zöpfe abschneidet, was mit den alten rot-schwarzen Proporzgewohnheiten, obwohl einmal von schwarz-blau unterbrochen, aufräumt, was diese enge Pfründewirtschaft beendet. Da gibt es noch genug zu tun in dem Land. Und das wäre wirklich eine ganz Riesenchance, hier was weiterzubringen, nämlich innovativ und reformfreudig, na selbstverständlich gerecht und sozial ausgewogen und dann entsprechend nachhaltig. Nicht einfach auf 4 Jahre irgendwas herrechnen, weil zu dem kommen wir schon noch, was Sie da für Hausnummern eingestellt haben in dieses sogenannte Paket. Aber wirklich nachhaltig und sogar noch mit Spielraum für Zukunftsinvestitionen. All das wäre möglich, passiert aber nicht. Wir teilen wahrscheinlich den Befund, die sozialdemokratische Fraktion, Sie, Herr Bundeskanzler, und unsere Fraktion, und ich will immer noch ein Wort darauf verwenden, Klubobfrau Klawischnik hat es ja schon erwähnt. Es ist nämlich wichtig genug, damit die ideologische Debatte nicht völlig von der hysterischen Rechten hier beschrieben werden kann. Natürlich ist es so, dass wir eine in Abfolge mehrere Krisen zu gewärtigen gehabt haben, die dann am Schluss zu einer sogenannten Staatskrisenschulde geführt haben. Also wir sehen das schon eine Spur anders. Ein Teil der Ursachen waren natürlich die Verwerfungen auf den Finanzmärkten, die weltweit natürlich die Politik überhaupt erst einmal in die Lage versetzt hat, diesen Schaden anzurichten. Dafür gehört ja in erster Linie dort auch einmal saniert, um Krisenprävention für die Zukunft zu betreiben. Zweitens, das Übergreifen auf die Wirtschaft, auf die sogenannte Realwirtschaft, und also musste man gegensteuern. Das war ja richtig. Ob jetzt jede einzelne Maßnahme richtig war, darüber haben wir schon im 8. und 9. Jahr diskutiert, manchmal vielleicht sogar gestritten. Aber das, egal welche Maßnahme, das dazu führen muss, dass das Budgetdefizit steigt in der Zeit und damit der Schuldenberg wächst, war auch klar. Nur ist jetzt der Befund der, dass plötzlich der Staat der Böse sein soll. Und dort muss man alles auf Null stellen, möglichst radikal, und das möglichst überall gleichzeitig in Europa womöglich. Ja, stellen Sie sich vor, was das heißt. Das müssen ja die Damen und Herren von den Konservativen verstehen. Das kann ja nur in eine mehr oder weniger politisch mutwillig herbeigeführte Rezession führen. Das kann doch niemand wollen. Das heißt, wir müssen die Geschichte wesentlich innovativer und fantasievoller angehen, als innerhalb bestehender Systeme herumzukürzen und einfach Geld aus dem Kreislauf zu ziehen. Es braucht wesentlich mehr. Nicht nur bei uns, da gebe ich Ihnen recht. Aber diesbezüglich sind wir jetzt auch kein Vorbild mehr. Jetzt geht es nämlich los. November, Dezember 2011. Was wäre alles möglich gewesen und was ist jetzt noch möglich? Erstens einmal
wesentlich mehr durchdachte und gerechtere Maßnahmen auch auf der Einnahmenseite. Schauen Sie, Herr Bundeskanzler, so viel Parteipolitik muss jetzt schon noch sein. Sie haben das von der Regierungsbank aus eröffnet. Wenn Sie ständig Kampagnen fahren, was Sie, die SPÖ, die stärkste Partei im Nationalrat und auch in der Regierung, was alles passieren soll, was alles kommen soll und im Wesentlichen auf diesem Sektor dann ein ÖVP-Programm umgesetzt wird, ja, da werden Sie sich vorhalten lassen müssen, dass Sie es nicht durchgesetzt haben und selbst die Frage gefallen lassen, ob Sie das überhaupt ausreichend ernst meinen. Was Sie ernsthaft betreiben, ist offensichtlich plakatieren mit viel Geld, Zeit für Gerechtigkeit, inserieren mit viel Geld, oft auch von dem vom Steuerzahler, das treiben wir Ihnen jetzt aber gerade aus, aber nicht regieren. Plakatieren und inserieren statt regieren. Und wollen Sie sich jetzt mit einem Junior-Koalitionspartner vergleichen, weil Sie das schon angesprochen haben? Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und wenn jetzt tatsächlich die Chance da ist, selbst mit der FPÖ, glaube ich sogar, dann hätten wir schon eine Mehrheit im Nationalrat, dass wir bei den ganz großen Vermögen etwas machen, bei den Millionen Erbschaften und Stiftungen, wo Österreich ein Niedrigsteuerland ist, eine Steueroase für Superreiche, während wir ein Hochsteuerland sind für alle, die Leistung erbringen, ob es Arbeitseinkommen ist oder Erwerbseinkommen, jedenfalls Leistungseinkommen. Diese Diskrepanz gehörte doch an dieser Stelle korrigiert. Das ist doch eine einmalige Chance, die Sie immer nur plakatieren und in den Verhandlungen hinten im Kammerl verstecken. Oder wollen Sie uns erklären, dass die Damen und Herren von der ÖVP so mächtig sind hier, sich gegen diese sinnvollen Argumente ständig zu wehren, sie auf dem rechten und gerechten Weg aufzuhalten? Wer ist denn das da? Sagen Sie es uns einmal. Ist es der Herr Kollege Amon da in der ersten Reihe? Ich weiß es nicht, ich glaube nein. Also wie geht denn das überhaupt bei Ihrer Regiererei? Das kann man sich ja so nicht mehr länger gefallen lassen, nämlich als Bevölkerung. Wenn Sie das so hoch hängen, dann müssen Sie ja was dafür tun. Den Schmäh kennen wir schon. Die Latte so hoch zu hängen, dass man locker unten durchläuft und am Schluss immer noch grinst. Das geht nicht. Das ist nicht seriös. Und die Sache ist leider ernst genug. Uns geht schon darum, bei den vermögensbezogenen Steuern etwas zu machen. Es wird nicht alles gehen, da gebe ich Ihnen recht. Es gibt auch technische Schwierigkeiten der Umsetzung. Aber dass wir eine Erbschaftssteuer hatten, die der Verfassungsgerichtshof gekippt hat, zu Recht, weil sie schon ungerecht war. Er hat aber gesagt, reformiert es, er hat nicht gesagt, lasst es auslaufen. Es war die Gusenbauer-SPÖ, die das zu verantworten hat, in Tateinheit mit der ideologischen Überzeugungstäterpartei ÖVP, die das Ganze so gemacht hat dann. Das ist ihre Verantwortung. Und jetzt wäre die Chance gewesen, in einer großen Strukturreform, einer Steuergerechtigkeitsreform, das herzubringen, um nämlich Spielraum zu schaffen für weitere Maßnahmen. Und hätten wir diese Gerechtigkeitsmaßnahmen schon die letzten 10 Jahre gehabt, dann wären das Mehreinnahmen gewesen von einer Dimension, die größer sind als das ganze Paket, das Sie hier für 4 Jahre vorausrechnen. Es wäre ohne weiteres möglich, mit mehr Steuergerechtigkeit 2 Milliarden im Jahr mehr einzunehmen, die man dann für was anderes verwenden kann. Zur Entlastung der Leistungseinkommen, für Zukunftsinvestitionen. Es ist ja schon bald egal an der Stelle. Aber es geht doch darum, dass diese eklatante Ungerechtigkeit, deren Beseitigung gleichzeitig eine große Strukturreform im Steuerwesen wäre, einmal angegangen wird. Das als Beispiel hervorgehoben. Und das ist umso wesentlicher und wichtiger, wenn man bedenkt, dass die Auswirkungen dieses an der Stelle sehr wohl Belastungspaketes, das untere Einkommensdrittel stärker belastet als das obere. Hätte das nicht für möglich gehalten, dass Sie das zustande bringen. Und jetzt stellen Sie sich her und sagen, das geht sich halt nicht immer alles aus. Ja, aber dann hören Sie auf mit Ihrer Plakatiererei. Wesentlich und zweitens ist aber auch die mangelnde Innovationsbereitschaft. Und das liegt daran, dass Sie regelmäßig sich von der Bundesregierung vor den Landeshauptleuten in die Knie gehen. Warum haben wir keine Gesundheitsreform, die den Namen verdient? Genau dort sind wir in der Blackbox. Das ist kein Sanierungspaket, das ist eine Blackbox an der Stelle. Da gibt es wirklich nur Hausnummern. Warum haben wir es nicht geschafft, endlich auf eine Krankenkasse hinzuverhandeln, statt 20 und mehr in dem Land? Wieso ist es möglich, dass alle Gesundheitspolitik machen, die sie nur gegenseitig blockieren? Die Krankenkassen, die Ärztekammer, die Spitalserhalter, die Landeshauptleute. Alle machen Gesundheitspolitik, nur Sie, Herr Stöger, nicht, weil Sie gar nicht können, weil Sie gar nicht dürfen, weil man Sie nicht lässt.
Weil die ganze Kompetenzverteilung in dem Land so ist, dass sie nur eine Kommission einrichten können, zur Errichtung einer Kommission, die vielleicht einmal mit allen Beteiligten redet, damit sie ihren Frühstücksdirektor-Status loswerden. Nein, die Republik gehört wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Die Republik muss eine Staatsreform erfahren, die endlich, und dieses Angebot legen wir Ihnen an der Stelle mit einer Zweidrittelmehrheit, die Kompetenzen so bereinigt, dass Sie dort, wo Sie wirklich was wollen, dann können wir es überprüfen, auch was durchsetzen können. Und Sie nicht dauernd vor den Landeshauptleuten verstecken müssen, auch das wird der Republik sehr gut tun. Also gehen wir diese Sanierung an. Unser Angebot steht. Machen Sie nicht Fundamentalopposition. Ich habe Ihnen sehr viel. Das Sparpaket ist tief ungerecht und ein ÖVP-Modell, bei dem sich Bundeskanzler Faymann nicht durchsetzen hat können, meint der grüne Kogler.